Gerade extrem spannendes Phänomen. Wir sind beim Wandern unterwegs. Abby ist die ganze Zeit krass am Wittern. Es riecht alles nach leckeren Tieren. Und jetzt hat sie da hinten die Gondel entdeckt und denkt einfach, das wären Wildtiere. Jetzt habe ich hier einen Hund, der fixiert das Ganze. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, ist das okay oder muss ich da was gegen unternehmen? Dafür muss ich das Verhalten hier im Kontext angucken. Mein Hund ist am Wittern mit der Nase, ihr könnt das sehen. Aber ich kann die Situation so einschätzen, dass mein Hund sich kontrollieren kann. Und deswegen muss ich jetzt nicht zwangsläufig hier was unternehmen und sagen, hör auf, da hinzugucken. Wenn mein Hund jetzt aber konkrete Anstalten machen würde, da hinzuballern, sehe das Ganze aber anders aus. Und ich würde hingehen und sagen, excuse me, wir gehen weiter und lassen das in Ruhe. Das Ziel ist also, dass sie nicht auslöst. Wenn ich denke, dass sie bei sowas auslösen könnte, gibt es immer eine Ansage. Und wenn sie es registriert, ohne zu reagieren, dann wird es gelobt. Oder wir gehen einfach. Die soll sich das hier angucken und dann bewusst die Entscheidung treffen. Wir rennen nirgendwo hinterher. Mein oberstes Ziel in so Situationen ist es immer dafür zu sorgen, dass sie niemals auslöst. Deswegen gilt hier der Grundsatz, registrieren ist okay, reagieren ist nie okay.